bin in Guatemala, im tiefsten Dschungel. Ich zeige euch meine Städte. Geil. Wow. Guck mal, der Ozean. Es geht noch weiter nach oben. Im Hintergrund hört ihr die Brüllaffen. Hinter mir ist quasi das verschlossen. Parc National Tikal. Wo sind wir? Usted está aquí. Ah, okay, da oben. Sind die hier so hochgelaufen? Kann man sich mal vorstellen. Oh, wie gefährlich auch. Wow. So, jetzt gehe ich hier hoch. Boah, heftig. Ja, fauler Sack bin ich. Man sieht hier weitere Tempel entlang. Also das Ding, also der Tempel da hinten, kam mir vor wie 300 Meter. Also muss ich rausfinden, wie hoch, aber wirkte sehr hoch. War auf jeden Fall gewaltig. Dass man hier so die Treppen runtergegangen ist. Da ist es ja noch höher.
Unser Touristguide hat uns erklärt, dieser Tempel stellt die Geburt dar, indem man 9 Abschnitte darstellt. Also es ist ein Frauentempel und dieser Tempel soll das Leben an sich darstellen mit Geburt, dann erwachsen werden und sterben. Alles hier eine Bedeutung, riesengroße Anlage. Bis zu 200.000 oder 300.000 Menschen sollen hier gelebt haben, überall. Verteilt natürlich. Wahnsinn. Und was für eine Feuchtigkeit hier. Do you like it? Das fühlt sich an wie das Spielerer Craft, was wir hier gerade machen. Und man muss hier wirklich höllisch aufpassen. Aber wunderschön. Dort unten haben wir wieder so einen Freund. Gerade noch mal einen Affe gesehen. Hier hat eine Zivilisation existiert und hat ein komplett anderes Leben gelebt. Das muss man sich mal vorstellen. Unser kleiner Freund kommt gerade hoch. Ja, wir haben gerade, ich weiß nicht, so einen ganz anderen Affen gesehen. Den hätte ich gerne jetzt nochmal aufgenommen. Oder gehe ich zu ihm? Wo bist du denn hin? Ja, was machst du da, Kleiner? Was ist denn da? Hä? Drink, stay here.
you remember. No, you don't. The river's QRB, when you came once. Oh, hast dich verletzt, ne? So, wir gehen jetzt zurück. Denke ich mal, hat jetzt quasi 5 Stunden hier Anspruch genommen und auf jeden Fall sehr sehenswert. Gerne wieder. Das war die kurze Tour.